So, Freunde, willkommen zum Krieg der drei Königreiche, The Dark Wizards gegen The Resilient Prairie Dogs. Die Präriehunde, auch schön. Okay, wir haben noch 59 Minuten. Ja, wir müssen mal gucken, 215 offene Angriffe, hier sind es 154. Das heißt, wir werden verlieren, weil wir halt 50 Angriffe mehr offen haben. Ich hoffe, da kommt noch was in den letzten Minuten. Aber sieht eher nicht so gut aus. Ja, naja, was willst du machen? Dafür haben wir hier ordentlich Platz und können uns hier wohl austoben. Zum Beispiel interessant hier. Gehen wir da direkt mal hin. Obwohl, das ist ein lila Tank. Können wir vielleicht auch gleich nochmal hingehen. Nehmen wir den hier zuerst mit unserem. Warte mal, hier können wir mit einem. Hier sind Minions, rotes Team vielleicht. Mit den. Mit Fenexa, was die dann. So dass die Ukonen umkehren kann. Da haben wir aber nichts gegen. Ne, da ist das, wir nehmen das Top-Team. Wir starten am Anfang mit dem Top-Team, weil wir kriegen ja dann nach der Zeit auch den Bonus. Das könnten wir dann früher oder später ausnutzen, wenn wir dann mit schwächeren Teams reingehen. Okay, let's go. 12 Angriffe, here we go. Ah. Auf geht's. So, okay, das sieht gut aus. Hippo, Ukon, dann spielen wir erstmal hier. Hier haben wir die Chance, dass dann nochmal rot kommt. Passiert nicht, dann könnten wir jetzt grün in rot spielen. Das machen wir auch. Okay, perfekt. Spielen wir das so. Und dann haben wir schon mal eine gute Basis. Okay. Ukonen, ja, da müssen wir jetzt eigentlich erstmal nicht mehr so sehr reinspielen. Ins Hippo muss ich aber auch nicht unbedingt reinspielen. Am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass wir weiterhin erstmal auf Ukonen spielen. Das ist in Ordnung. Er heilt sich jetzt erstmal, aber er kriegt ja vorher immer schon mal den Rand abgezogen. Die beiden da hinten, die buckeln sowieso vor sich hin. Atlantea werden wir uns jetzt drum kümmern. Nee, dann machen wir das anders, dann spielen wir das so. Also die richtige Wahl. Dann würde ich tatsächlich jetzt sagen, wir gehen auf Atlantea, weil die löst als nächstes aus und dann könnten wir nämlich hier die Grünen ghosten. So. Dann ghosten wir hier die Grünen. Und guck mal, dann haben wir wieder Grün-Rot, das ist natürlich auch schön. Kümmern wir uns um die auch an. So, Galapagos auch nochmal an. Ich spiele jetzt um Ukonen rum. Dann auch was. Das war irgendwie klar, dass er revived. So, jetzt ist er weg. Kann ich nochmal triggern jetzt hier. Also er hat gar nicht mehr geblinkt, weißt du? Das ist auch immer so eine Sache. Da denkt der Aura, kann einen verarschen. Dann denkt sie, ja, jawohl, sie löst gar nicht aus. Und dann löst sie doch aus, obwohl sie gar nicht blinkt. So was mögen wir. Okay. Das war der erste Streich. Der zweite. Oh, Luna. Ja, komm, wir spielen gegen Luna. Oh, da hätte ich auch Galapagos mitnehmen können. Ay, caramba.
Darcy, here we go. Here we go, Doc. Let's do it. Okay. Ja, wobei, nee, brauche ich eigentlich nicht. If I lose against Darcy, it's not the end of the world. I can take a loss against Darcy. Okay, ja, wir können mit den Steinen dispellen und mit dem anderen Kram halt auch, ne? Let's go, Darcy, let's go. I told you I will get you. Okay. 7 brauchen wir. Bisschen doof. Weil wenn ich hier die Bombe mache, dann ist der blaue noch hier. Müsste den rüberschieben. Wenn ich den hier aber mache, dann bleibt der da unten. Dann habe ich nur 6 Steine. Ach, da oben komme ich erstmal nicht. Das ist gar nicht. Ich werde den hier machen, damit ich den nutzen kann hier außen. Okay, so geht's natürlich auch. Damit. Jetzt hält sie es aus. Jetzt hält sie endlich den Hit aus. Gutes Mädchen. Aber ich krieg sonst kein Rot mehr. Hier. Oh no. Darcy. Why are you doing this to me? Oh no. Oh boy. That was stupid. Okay. Oh, okay. What the hell? Shit, I'm dead. I'm dead. Well done, Darcy. Well done. No chance with the... Why? Warum hier? Hey! Ach, das ist lila, ne? Ah, das sieht komisch aus. Ja, gut. You got me, Darcy. You got me. Let's do the clean. Damn it. You know, Darcy, if I one-shot all the others, then it's fine. Mm-hmm. 7 Greens. Ja, ich brauche 7 Grüne, dann haben wir das in der Regel gewonnen. Oder dann mache ich so viel Schaden, dass das ausreicht. Wir gehen natürlich auf die Leute, die den Damage machen, ne? So. Der eine reicht, ich glaube ja eher nicht. Hab mir gedacht. Der haben wir mal gar nicht vorher angemacht, aber ist ja wahrscheinlich eh gewonnen. Achso, Elnar da habe ich, ja, ist auch schön. Nach dem Motto, gib mir die volle Dröhnung. Hau mal einfach drauf. Da siehst du halt auch, ne, ab einem gewissen Punkt, die halt nicht mehr stark genug, die Helden. Das ist halt, ja, da kassieren die dann nur noch.
Schön, noch eine Fleischhunde, sehr gut. Okay, ja. Mal so, dass wir da noch ein bisschen reinspielen. Ich bräuchte dann jetzt gerne mal auch wieder ein bisschen grün. Deswegen muss ich jetzt die Bewegung machen, anders geht's nicht. Und ich schaffe wieder nicht die 12 von 12, ne? Ich krieg sie wieder nicht hin im Krieg der drei Königreiche. Es ist im Moment so ein Fluch irgendwie. Ich das nicht gebacken kriege. Oh boy. Oh. Da muss es jetzt auch wieder hier endlos rauszögern, ne? Sabit. Die. Okay, dann gehen wir weiter. Na, 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 na. Auch interessant. Da ist nochmal ein Schar. Nee, nochmal ein Schar greife ich jetzt nicht an. Hier, nehmen wir den Ludwig. So. So. Okidoki. Jetzt brauche ich gar nicht gucken, das passt schon. Okay. Sechs Lilane. Zum Glück. Wir spielen die Grünen. Dann kriegen wir unter anderem hier diese drei zusammen. Aber theoretisch könnten wir auch. Wir können das auch so spielen. Das war jetzt Glück, dass da der Diamant kam tatsächlich. So war es nicht unbedingt geplant. Dass das jetzt passiert, war eigentlich auch schon wieder too much. Wollte ich gar nicht. Also jetzt machen wir das so, dass wir ihn damit weghauen. Und bei ihr den ganzen Kladderadscheffer, weil sie jetzt die ganze Zeit permanent hochhält, das ist kein Spaß. So, und dann müssen wir jetzt zeitnah gucken, dass wir. Okay. Meros kann ausweichen. Ich kill Kleopatra, weil die kommt da schon gefährlich nah. Alles in Ordnung. Wir sind im Soll. Honshu lasse ich gerade mal noch, weil er blind ist. Jetzt darf Honshu dann auf Lasalle gehen. Revived, habe ich mir auch denken können. War gut. Dann hauen wir sie da hinten halt raus. Sie revived schon wieder. Jetzt wird's wieder albern. Hallo. Willst du unbedingt auslösen? Mein Gott. Gib sie jetzt. Das ist dieser ominöse Zeitbonus, den man manchmal hat. Ne? Vor allem in der Liga.
Gibst du jetzt endlich. Wie oft willst du denn noch reviven? Dankeschön. Dankeschön. Mann, Mann. Der unermüdliche Reviver. Guck nach so ein paar, die so ein bisschen besonders sind, weißt du, was ich meine? Die man nicht so alle Tage sieht. Haben wir denn dann noch das Ferdinand Ultra? Stalt und Ferrus. Hauptsache alles neue Helden, ne? Einfach reingestellt. Irgendwie spricht mich ja der ja tatsächlich mit dem anderen roten Team, was ich habe, mit Ray. Weiß auch nicht. So. Das. Kriegst die. Und dann würde ich sagen, gib ihm. Let's go. Eieiei. Also verlieren werden wir so oder so, weil die einfach mehr Angriffe gemacht haben, ne? Ja. Kann man schon mal überlegen, ob man da hinten mal Gestalt rausnimmt, ne? Werde ich auch tun. Ruby hebe ich mir noch auf. Da gucken wir mal, dass wir so in eine weitere Ladung reinkommen. Okay. Jetzt könnten wir einmal mal feuern. Ja, perfekt. Hör ich nochmal an, dann hauen wir Mionier raus. Ach, ernsthaft? Was ein Quatsch. Muss ich nochmal. Da hat sie es tatsächlich geschafft zu überleben. Das ist auch Wahnsinn. Na, gehen wir in Barclay rein. Wollte ich eigentlich nicht, aber ich will warten, bis er jetzt hier fertig ist. Und dann können wir nämlich auf sie hier gehen. Und dann hau ich sie nämlich jetzt raus. So. Mioni und Persa sterben. Ach, Mioni stirbt nicht. Mein Gott. Du Mädchen, du bist aber auch wirklich gravierend nervig, ne? So. Weg. Weg mit dir. Und unser Zeitfenster ist, wir wollen nicht, dass Krampus stirbt. Wir wollen unseren Krampus am Leben halten. Sehr gut. Okay. Gehen wir hier hin. Oh, no, denn. So, spielen wir das hier wieder. Haben wir auch schon jetzt eine längere Zeit nicht gespielt. Weil der Gegner nie wirklich unbedingt gepasst hat. Hier wird's auch eine harte Nummer, aber wir gucken. Ich müsste auch gleich mal. Da sind so ein paar Minionmacher. Da werde ich wahrscheinlich gleich mal gegen Ende meine Topas auskramen. Und mit dem ein bisschen spielen. Mal gucken. Okay. Ja, wir brauchen prinzipiell erstmal Annabelle an. Wenn wir Annabelle haben, dann kann uns Forces egal sein. Aber so wie ich das hier sehe, ist das erstmal schon wieder ein großes Problem, Annabelle anzubekommen.
Ja, das wird wahrscheinlich daran scheitern, dass wir unsere Steine zu spät kriegen. Ja, mal guck's dir an. Also, er ist gleich komplett. Er hat zwei Minions drauf. Ich will er immer noch rum und versuche hier krampfhaft irgendwie ein Match zu kriegen. Immerhin geht er auf die starke Seite. Aber auch da ist halt dann irgendwann mal. Ja, Aram ist schon tot. Ja, das ist hier so typisch. Es dauert halt wirklich einfach zu lange. Da hilft auch nicht der Kingdom-Bonus hier von 30%. Das ist halt einfach schlecht. Da brauchst du ja nichts zu sagen. Wenn du halt einfach deine Sachen nicht in der Zeit angriffst, dann ist halt Game Over. Ist halt so. Vielleicht können wir noch einen killen. Es ist nicht mehr so schön einfach, ne? Wie damals so. Du nimmst dir dann einfach, nimmst dann einfach, lässt dir die Schwachen zum Schluss, weil du hast so einen starken Kingdom-Bonus, der regelt schon. Ist heutzutage nicht mehr wirklich so. Da kriegst du auch am Sack, wenn es dann trotzdem zu lange dauert. Ja, okay. Schön. Dankeschön. War cool. Und das sind gute Helden. Das waren jetzt drei mit einem doppelten Limit Break drin und die waren im Endeffekt tot durch kleine Steine. Ja, also weiß man nicht wirklich viel zu erzählen, ja. Ist halt schon ein bisschen traurig. Ach ja, komm. Nehmen wir dich mit rein. Ich hoffe ja jetzt einfach auf ein paar Steine, ne? Das wär ja ganz nett. Das einfach mal so. Wenn wir den jetzt auch verkacken, dann ist auch egal. Wir haben ja eh verloren. Ja, vom Grundprinzip haben wir ja eh schon verloren. Daher ist das jetzt gar nicht so relevant für mich tatsächlich. Wenn es jetzt darum gehen würde, dass das noch alles relativ eng wäre und so, dann wäre das eine andere Geschichte, aber so. Da sind ja so ein bisschen meine Steine, ne? Die wir vermisst haben. Gehen wir mal hier hin, weil da sind die Hitter. So. Ach, das ist jetzt auch wieder so ein Hampelmann hier, der sich auch krampfhaft wieder an seinem Leben hält. Deine gehen mir auch schon wieder Gewalt. Ich hasse es, gegen diese Super-Elementarhelden zu spielen, ne? Ich habe immer das Gefühl, dass ich einfach aufgrund des Steinschadens dieser Steine hier verliere. Das ist ganz schlimm. Also diese Super-Elementarhelden sind nichts für meine Psyche im Spiel, sondern die lenken mich zu sehr ab. Ich denke immer, ich muss die wegmachen, weil die Ärger machen. Dann mache ich sie weg, dann kriege ich Damage. Das ist alles nicht gut. Das lenkt mich zu sehr ab. Und dann spawnen die ja auch wieder neu. Das ist auch nicht gut. Dann denkst du, du bist sie los und dann kommen sie wieder. Also, ja. Aber jetzt haben wir aber hier, zack, zack, und dann geht ihm weg damit. Clean Team war deutlich besser. Wir haben das Hippo noch. Ja, mit dem. Nee, nicht mit dem Hippo, da ist ein Ukonen, da habe ich jetzt keine Lust drauf.
Kann man da mit dem Hippo drauf gehen? Amenta. Ja, auf den Ultrox. Obwohl, nee, da ist Elna da. Aber du weißt, wie das Spiel läuft. Das ist nicht gut. Das geht dann wieder in die Hose. Orkan. Ah, komm, nimm den hier. Oh, lass mal. So. Das machen wir so. Zack, zack, bumm. Ne, also diese schöne, ich nehme meine schwachen Teams oder zum Schluss und sowas alles, das hast du hier mittlerweile. Ja, weil das sind alles Gegner, die dich auch mit einem 40% Bonus noch in Grund und Boden knallen können. Ne? Definitiv alles nicht so einfach wie damals. Ah, du machst mehr Damage und sowas jetzt, ja, aber schwierig. Das so. Zack. Zack. Jawohl, er ist tot. Das ist gut. Ich bin auch schon fast tot, ne? So, Jana muss weg. Dann brauchen wir jetzt auch gleich mal Heilung. So, Minions an und Sif machen wir auch an. Spielen die Blauen unter Thalassa. Perfekt. Ja, wenn das Team dann einmal am Rollen ist, dann klappt das auch. Okay. Oh, da ist der Richard. Dabria und Beutestar. Das heißt, wir bleiben mal direkt hier. Oh, der ist aber. Nehmen wir mal mit Gelb rein. Wir haben ja auch noch einiges hier an Gelb. Das ist jetzt eher ein langsameres Team. Aber irgendwann musst du ja auch mal solche Teams dann. Und das Panther-Team, das kommt gleich auch noch. Wir gehen auch gleich auf einen der Minion-Tank. Dann nehmen wir unsere Topaz mit. Wir müssen erstmal hier abchecken, was hier so abgeht. Okay, ja. Damit kannst du natürlich dann schon mal viel reißen. Das sehe ich ein. Wir machen den Hasen schon mal an und Horus auch schon mal. Oh ja, Tunfähigkeit. Kannst du mal direkt mit weggehen. Schick dir die dahin, wo die Sonne nicht scheint. Deine Tunfähigkeit. Ich will Dabria auch weg haben, ja, weil Dabria ist Reviver. Muss weg. Aber ich meine, so ein Richard, der muss ja jetzt auch nicht stehen bleiben. Okay. Ja, das lief gut. Hilfe natürlich, gelber Diamant. Ja, das ist klar. Stein überlebt. Die Heiler hätte ich gar nicht gebraucht. Aber das weißt du ja vorher nicht. Hätte ja auch wieder ein ganz albernes Board sein können, ne? Wir haben ja auch noch einen Grimbel. Grimbel kann man natürlich auch nehmen. Hier für den hier. Den hatte ich so im Blick. Die Topaz, weiß er? Gehen wir mal hin. So. Dann brauchen wir Support. Support. Wir brauchen Support. Mal Bastet mit, der Dodge. Ah nee, wir wollen dann, dass das alles auf den Gegenschlag geht. Da wollen wir keinen Dodge drin haben.
Was haben wir denn hier noch? Mutter Nord, wir haben noch Esme. Nehmen wir Esme mit. Und Loki ist unser Support. Das wird gut. Das sage ich dir. Ach so. Loki kopiert Kostalt. Genau. Er kopiert Kostalt. Er wird Gestalt kopieren und dann funktioniert das vielleicht. Und wir sind auch noch richtig gut in der Zeit jetzt auf einmal. Ja? Gelb. Ah, wunderbar. Gelb und. Oh nein, blauer Diamant. Ach, jetzt war ich zu voreilig. Aber ist egal. Hat easy geklappt. Easy peasy. Ich war zu erfreut von meinen ganzen Gelben, die ich da habe, dass ich den blauen Diamanten übersehen habe. Tschüss. So spiele ich gerne. Okay, also dann. Und hier hat natürlich auch das Board geholfen, ne, am Anfang. Aber man merkt, der Damage ist da. Okay. So, dann würde ich jetzt gerne die Panther nehmen. Oder haben wir noch was? Ich nehme jetzt erstmal die Panther. Also ich gucke mir einen an, der hier ist gelb. Hier ist doppelgelb sogar. Starker Gegner. Aber ist gut. Starke Gegner, gute Gegner. Vivica müssen wir gleich noch nehmen. Irgendwas mit Gelb hatte ich sowieso vor, noch zu spielen. Also von daher. Was hat man, wenn wir jetzt hier schon mal sind? Ich habe hier noch Grün, also ich habe noch Bastet. Ich habe noch Ludwig. Da könnte man einen lila Support machen. Und dann können wir noch. Ja, dann spielen wir noch was mit Gelb. Vielleicht machen wir auch da oben so einen Clean. Da war einer, der hatte einen Hurricane da angekratzt. Mal gucken. Oh, auch 7 Lilane. Das sieht gut aus. Er hätte jetzt nicht unbedingt seinen Bonus hier machen müssen und sowas alles, weil jetzt kommen da so meine Lilanen hin. Jetzt muss er das natürlich nochmal. Kann er jetzt aufhören mit seinem Goblin-Quatsch da? Nicht jetzt nochmal, Trick. Jetzt ist. Irgendwann ist auch gut. So, jetzt haben wir natürlich ordentlich was da vor der Brust, aber wir haben halt auch unseren Attack-Up-Bonus. Naja, da. Okay, das hat gereicht. Alles klar. Ja, Dunkelfeder, du bist ein richtiger Hampelmann. Das bringt dir ja jetzt gar nichts mehr. Deine Tech-Up da. Def-Up. Den kannst du ja echt gut nehmen zum Schluss, ne? Das ist ein dankbarer Gegner. Er macht gar nichts und hat am Ende doch keine Chance. Wenn wir Gelb und Lila dann nehmen, was ist ja hier so supportmäßig? Können wir ja machen. Pass mal auf, zack. Ludwig, und dann müssen wir da einfach nur zwei dicke Burschen dann daneben stellen. Vielleicht gibt uns das genug Zeit in irgendeiner Art und Weise. Wenn wir jetzt hier Penolite hinstellen und dann Kullervo. Komm. I don't know. Wir müssen halt rechtzeitig fertig werden, bevor Hippo auslöst. Also das kann gut gehen, kann aber auch schief gehen. Oder nehme ich lieber so eine passive Defensive, als dass ich dann dreimal in den Tank spiele und der schallert mich komplett raus, weißt du? Oh, das ist schön viel lila. Dürfen wir nur nicht verkacken, weil das so schön viel lila ist. Aber das Problem ist, ich halt echt doof, weil ich hier nichts bewerkstelligt kriege, ne? Wir machen das jetzt so.
Ich kann jetzt hier, ich habe hier ein Dreier-Match und da eins. Ich könnte aber auch so spielen und so spielen. Wenn ich so spiele, könnte was nachkommen. Wenn ich den spiele, geht der hoch. Da habe ich aber hier keinen Zugriff drauf. Versuch das. Hat nichts gebracht. Also erstmal so. Okay, wir haben jetzt da unsere Lilanen, ne? Hier, mit denen. Okay. Jetzt haben wir Ludwig am Start. Jetzt, das ist halt im Endeffekt nur noch vielleicht eine Frage der Zeit. Wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir mit Geld ein bisschen nachhelfen können. Ja, praktisch, okay. Ich würde gerade sagen, wäre jetzt nicht so geil, wenn Dunkelfeder danach nochmal auslöst, aber gut. Lassen wir das erstmal so stehen. Hippo kommt ein. Ach, jetzt bin ich blind. Ach, ich hasse das. Okay, wir haben es aber gesetzt, das ist wichtig. Okay. Ich will nur nicht in Jana reinspielen. Aber Kulavo setzt trotzdem die ganze Zeit, ne? Das ist schon gut. Ich krieg halt absolut kein Geld, ne? Ich krieg kein Geld. Das ist schon krass. Ich mach diesen ganzen Quatsch gerade alles wirklich. Mit Ludwig und Co. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir. Ach, Mann! Durfte ich wieder nicht treffen, damit er ja überlebt hier, der dreckige Hund. Ich treffe ihn nicht mehr, nur weil ich jetzt blind bin? Ach, komm schon. Ja, klar. Erzähl mir mehr von diesem groben Unfug, der hier wieder geschieht. Ach, Blödsinn. Das ist so ein grober Blödsinn, ist das. Nur weil ich gar nichts kriege, gar nichts, kein Gelb, niente. Was ein Schwachsinn. Was ein Schwachsinn. Und dann treffe ich... Das ist wieder so einer, der mich bricht. Dieser Angriff, der bricht mich. Mit meinem letzten Angriff, das ist sowas von... Quatsch gewesen. Ah, wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit des Blenden? 100%? 25. Ja, 25 am Arsch. Das ist nicht 25. Das ist ja Wahnsinn. In den entscheidenden Momenten, das Kula wo getroffen hat, alles gut. Ja, da habe ich auch mitgerechnet, dass da mal einer mehr reingeht. Der daneben geht, meine ich. Aber die Steine... Den hätten wir locker besiegen können. Locker. Das war echt eine Shitshow.
Jawohl, wir haben ja nicht mit dem Support-Stack gearbeitet, ne? Also schon eigentlich nur, aber wir haben halt gefeuert. Lassen wir es einfach mal so stehen. Da wird auch nicht. Ja, der zensiert hier alles raus, ne? Der zensiert sowas wie YouTube raus, wie Messenger, Line. Also Line wusste ich ja. Aber Messenger, WhatsApp. Nee, WhatsApp meine ich, YouTube, Messenger. Und ganz viele andere Sachen, ne? Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Und hier haben wir halt mit Pes Room jemanden, der sich die ganzen Cleans schnappt. Teilweise. So, ja. War Quatsch. Ja, dieses Mal war ich Quatsch. Wo sind wir? Irgendwo im Mittelmaß, ne? Ja, 282. Also, pff. Der gegen Darcy, okay. Wo habe ich denn angefangen? War das hier? Ja, gegen den habe ich angefangen, genau. Darcy war ja in Ordnung, habe ich ja gesagt. Aber das gegen The Dark? Und halt der Letzte. Also der Letzte hat mich halt echt gebrochen, ne? So, mental. Das war. Dazu sagen. Gut, nichtsdestotrotz, wir haben ja vorher sowieso schon verloren, das ist ja sowieso alles relativ egal gewesen tatsächlich. Wie sieht's jetzt aus? Oder was bin ich denn? Okay. Dann haben wir auf 2. Scheiße, wir waren gestern, war Schuh auf 1. Aber das ist alles relativ eng, ne? Barmen. Ah, Muschi ist auf 1. Das ist Departed Muschi. okay, von den anderen, die ganz oben sind. Oh, nicht schlecht. Konstinator. Nicht schlecht. Ach, guck der an. Er hier. Er ist im Schuh. Nicht schlecht, Aiming. Ja, ich weiß nicht. Also. Freue mich nicht drüber auf. Ja, siehst du? Siehst du? Oh ja, klar. Kann mir jetzt einer von Aggressive erzählen, wie man es macht, oder was? Brauche ich nicht. Ich kenne das Spiel. Wahrscheinlich spiele ich sogar länger als du, mein Freund. Und hier ist jetzt wieder YouTube-Video. Funktioniert gut. Okay. Jo, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.